Hallo zu einer neuen Vlog-Folge hier bei den großen Rätseln und Mysterien dieser Welt. Und ich wollte euch heute mal etwas berichten, was derzeit wieder aktuell im Internet kursiert. Und ich habe zahlreiche Nachfragen und E-Mails darüber bekommen. Denn ihr wisst ja alle, am 21. Dezember 2012 geht die Welt unter. Gut, wenn ihr einige Filme bei mir hier auf diesem Vlog gesehen habt, wisst ihr natürlich, dass das nicht so ist und dass es auch keinen Aufstieg gibt oder irgendwas. Aber diese Sache hat natürlich viel mit Nibiru zu tun, Planet X. Eben dieser Planet, der angeblich alle 3600 Jahre in Erdnähe ist und in diesem Jahr wiederkommen soll. Was natürlich völliger Blödsinn ist, was ich in einigen Filmen ja auch erklärt habe. Aber die Folgen dieser Ankunft dieses Planeten soll sein Naturkatastrophen, Weltuntergang oder, wie wir es hier so schön auf meinem Globus sehen, ein Kitten der Erdachse, also die Erde dreht sich einmal komplett um ihre eigene Achse, Südpol ist oben und so, ne? Ihr wisst ja Bescheid. Und da gibt es ein Gerücht seit etwa 4 Jahren im Internet, und zwar einen Brief eines norwegischen Politikers. A letter from a Norwegian political. Dieser Brief sagt von einem natürlich anonymen Politiker aus Norwegen, dass seit vielen Jahren in Norwegen Bunker gebaut werden, um 2 Millionen Norweger, natürlich auch die Elite der norwegischen Regierung, bei der Ankunft des Planet X und der Vernichtung, die darauf folgt, in Sicherheit zu bringen. Dieser anonyme, ich muss da selber ab und zu mal nachlesen, der Brief ist sehr lang, dieser anonyme Politiker, was er ja angeblich ist in diesem Brief, und schreibt in seinem Brief, dass zum Beispiel im Jahre 2012, also dieses Jahr, wir haben ja schon Mitte November, die Führungselite Norwegens in diese Bunker gehen wird, um eben die Ankunft des Planeten X zu überleben. 2,6 Millionen Norweger haben keinen Platz in diesen Bunkern und werden ausgelöscht, vernichtet, sterben halt. Ich habe mir mal hier aufgerufen, die norwegischen Statistikseiten. Das muss ich mal unbedingt erwähnen. Es gibt zurzeit 5,05 Millionen Norweger. Aber dieser Brief stammt von 2008. Und da gab es laut diesem Brief 2,6 Millionen Norweger. Das stimmt aber nicht, da gab es schon viel mehr. Also dieser sich als hochrangiger Politiker ausgebende Autor weiß also nicht mal die Bevölkerungszahl seines Landes. Das ist eigentlich ganz lustig am Rande. Ihr könnt die Statistiken selber euch angucken. ssb.no, also NO für Norwegen, da findet man alle Statistiken. Recht trocken, Immigranten, Auswanderer, Geburten, Todesfälle, aber das ist egal. Nun gut, in diesem Brief wird halt gesagt, Nibiru kommt, die Regierung wissen es, es wird seit 1983 ein Bunker gebaut, weltweit, nicht nur in Norwegen, um diese Katastrophen eben zu überleben und solche Dinge mehr. Wo kommt dieser Brief her, wo kommt dieser Hype her und warum ist er jetzt wieder aktuell? Wir haben ja schon Ende 2012. Der Brief wurde publiziert auf der Webseite von Projekt Camelot. Das ist eine sehr zweifelhafte Internetseite mit sehr zweifelhaften Inhalten. Da solltet ihr vielleicht mal nach googeln und ein bisschen drin lesen. Dann wisst ihr schon Bescheid, was das für ein seltsames Projekt ist. Dort wurde der Brief 2008 veröffentlicht, natürlich anonym, wie ich mehrfach sagte, und entsprechend ein wenig kommentiert und solche Dinge mehr. Und am 7. Januar 2008 hat ein Rechtsanwalt, der Schäfer heißt der, da muss ich mal eben gucken, denn diese Seite solltet ihr euch auch mal ansehen. Rechtsanwalt Lutz Schäfer, findet ihr unter lutzschäfer.com, hat diesen Brief ins Deutsche übersetzt und auf seine Webseite am 7. Januar online gestellt. Und wenn ihr euch die Webseite mal anseht von diesem Rechtsanwalt, dann werdet ihr auch sehr schnell merken, das ist auch ein verschwörungstheoretisch, esoterisch angehauchter Rechtsanwalt, um es mal so auszudrücken. Nichts gegen Verschwörung oder auch ein bisschen Esoterik oder so. Nur dieser Brief von einem angeblichen norwegischen Politiker
stammt ursprünglich von dieser sehr zweifelhaften Seite Projekt Camelot. Und da können wir natürlich sagen, was wir wollen. Ich kann auch einen Brief schreiben und sagen, ich bin ein ganz wichtiger in der Bundesrepublik Deutschland und sage einfach, ich möchte anonym bleiben, weil ich halt zu wichtig bin und solche Dinge mehr. Aber in diesem sehr langen Brief stehen viele interessante Dinge. Wir über 2011 zum Beispiel auch, und dass bis 2012 diese riesen Bunkeranlagen fertig sein sollen und die Bevölkerung in Sicherheit gebracht werden soll, eben weil der große schöne Nibiru kommt, der eigentlich, wenn es ihn überhaupt geben würde, was ich nicht glaube, in vielen, vielen Jahrhunderten kommen wird und solche Dinge mehr. Alles ist nicht zugetroffen, alles ist Unsinn gewesen, aber dieses Gerücht hat sich verselbstständigt. Die Quelle, dass in Norwegen unterirdische Bunker gebaut werden, ist eben dieser Brief auf dieser zweifelhaften Webseite, der erst am 7. Januar 2008 in Deutsch erschienen ist bei diesem Rechtsanwalt Schäfer und wurde dann weitererzählt in den letzten Jahren, und inzwischen hört man immer nur noch dieses Gerücht und dann sagen die Leute, ja, ich auch, ich habe viele E-Mails gekriegt, da heißt es, Lars oder Herr Fischinger, du bist doch bescheuert. Ich sage, ja klar bin ich bescheuert. Ich sage, warum denn genau? Ja, man weiß doch, dass eben diese Bunker gebaut werden. Die Regierungen sind doch vorbereitet und all solche Dinge mehr. Ich sage dann in meinen Antworten, ja, woher wisst ihr das? Ja, das kann man doch im Internet lesen und so hin und her, aber auf Nachfrage kennt die Ursprungsquelle eben niemand mehr. Deshalb, also die Welt wird nicht untergehen, auch wenn es ein anonymer Superpolitiker aus Norwegen behauptet in einem zweifelhaften Brief auf einer zweifelhaften Webseite, die Erde wird nicht Kopf stehen, höchstens regional bei fröhlichen Weltuntergangspartys. Mein Hund, der hier im Hintergrund liegt und wie immer schläft, wenn ich erzähle, ich hoffe ihr nicht, und ich und ihr alle werdet am 22. Dezember noch die letzten Weihnachtsgeschenke kaufen können, wenn ihr wollt. Und deshalb ist dieser Brief vom Norwegian Political völliger Blödsinn, genau wie die Bunkerbauten in Norwegen. Ganz interessant, ich komme sofort zum Abschluss. Ich habe einen Vortrag gesehen eines Verschwörungstheoretikers, Nibiru-Fans, Weltuntergangs-Fans. Das geht anderthalb Stunden oder zwei, das habe ich vor 4 Jahren gesehen bei den Recherchen zu meinem Buch Die Akte 2012, wo ich auch diese Sache mit den norwegischen Bunkern und alles, was mit Nibiru und Weltuntergang und 2012 und Maya zu tun hat, darlege und ausführe. Auf jeden Fall heißt es in diesem Interview, das ich gesehen habe, dass es auf der Erde Bohrmaschinen gibt. Ihr kennt alle die Tunnelbohrer, New Yorker U-Bahn, ne, das beste Beispiel. Auf jeden Fall, dass diese an einem Tag 16 Kilometer, ich glaube, in diesem Interview wird von 10 Meilen gesprochen, also sagen wir mal 16 Kilometer durch das Erdreich riesige Tunnel eben zum Schutz vor dem Weltuntergang bohren können. Also diese Technik, die 16 Kilometer am Tag bohren kann, die möchte ich mal sehen. Damit nur kurz mein Vlog hier bei YouTube zu diesem tollen Superpolitiker aus Norwegen und den 2,6 Millionen Toten, die es in Norwegen dann in 6 Wochen geben wird. Aber wie gesagt, 2012 ein Mythos, ein Internet-Hype, Blödsinn. Und damit verabschiede ich mich bis zum nächsten Vlog hier bei YouTube. Ihr könnt mich gerne bei Facebook mal liken oder mich bei Twitter verfolgen oder auf meinem Blog abonnieren, wo ich regelmäßig immer News und Aktuelles poste, weil diese Filme mache ich ja nicht täglich. Diese News poste ich allerdings täglich. Damit bleibt neugierig, habt keine Angst vor dem Weltuntergang und bis zum nächsten Mal. Tschüss!